Das Wort Ar-Rabbu, was wir üblicherweise als der Herr in der deutschen Sprache übersetzen, hat sprachlich drei Bedeutungen, wie es Al-Azhari zum Beispiel erwähnte. Al-Azhari hat übrigens nichts mit der Azhar zu tun. Der hat weit vorher gelebt, bevor es die Azhar überhaupt gab. Der heißt einfach so, Abul Mansur Al-Azhari. Er sagt in seinem Buch Al-Tahdhib, dass das Wort Ar-Rabb für drei Dinge verwendet wird. Hauptsächlich. Ar-Rabbu Al-Malik, Nummer 1. Eigentümer und Besitzer von etwas. Den nennt man Rabb. Zweitens, Al-Sayyid Al-Muta'a. Al-Sayyid Al-Muta'a. Das heißt Führer und Gebieter oder Befehlshaber. Den nennt man auch Rabb. Drittens, Al-Muslihu Lishay. Al-Muslih Lishay. Das heißt jemand, der etwas in Ordnung bringt. Jemand, der etwas in Ordnung bringt, etwas so herrichtet, dass es nützlich und vorteilhaft ist. Das sind die drei Bedeutungen des Wortes Arab. Und sie treffen alle auf Allah Ta'ala zu. Alle diese Bedeutungen treffen auf Allah Ta'ala zu. Aber dürfen sie auch für den Menschen verwendet werden in diesen Kontexten oder in diesen Bedeutungen? Na, ist möglich. Und das, dieses Wort wird für den Menschen auch verwendet, Arab. Aber mit gewissen Einschränkungen. Ohne Al zum Beispiel, ohne den Artikel Ar-Rabbu, sondern beispielsweise durch das Anfügen von Pronomen, diesen Possessivpronomen. Rabbi, mein Herr, sein Herr. Oder man kann es auch für sich selbst benutzen. Zum Beispiel sage ich Ana Rabbu al-Hatif. Ana Rabbu al-Hatif. Das heißt, ich bin der Besitzer dieses Handys. Allah Ta'ala verwendet das auch im Koran, also für Menschen. Er berichtet über Propheten, die das für Menschen benutzt haben. Wie zum Beispiel in der Geschichte von Yusuf, als die zwei Männer ihn im Gefängnis über ihre Träume ausfragten. Er sagte, Ya sahiba yisijin, amma ahadukuma fayasqi rabbahu khamra. أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. Er sagte, oh meine Gefängnisgefährten, was den einen von euch angeht, so wird er seinem Herrn, er wird seinen Herrn Wein trinken. Das ist mit seinem Herrn hier gemeint. Ja, an den Herrscher und den König, ihrem Befehlsgeber sozusagen. Das ist eine Stelle, in dem das im Koran für einen Menschen verwendet wird. Und das hat der Prophet Yusuf gesagt.